wunderschönen guten Morgen hier aus der Klapse, aus der Psychiatrie. Wünsche ich euch, umso länger man hier drin bleibt, umso mehr wird man, glaube ich, echt Kirre. Nein, ich habe mich im Griff. Guten Morgen, Leute. Gerade gefrühstückt, jetzt ziehe ich mich an. Wie ihr seht, ich bin noch ein bisschen nackig. Nein, mehr kriegt ihr nicht zu sehen. Das ist privat. Private. Ziehe mich gleich an und mache mich fertig und lauf wieder meine Runde. Ich habe heute Morgen keine Anwendung, beziehungsweise ich hätte eine Anwendung, wieder irgendwelche Kühlschrankthermometer für irgendeine externe Firma einpacken, so ein Scheiß, mache ich nicht. Ich lasse nicht meine Firma im Stich, um für eine andere Firma zu arbeiten. Das geht nicht in meinen Kopf und das trägt auch nicht unbedingt zu meiner Genesung bei. Deswegen tue ich das nicht, deswegen laufe ich lieber spazieren, mache was für mich. Und das geht's hier nämlich, was für sich tun. Ich will schließlich heilen und den Check in meinem Kopf besiegen, wo ich ja echt mega geil schon dran bin und mega vollomat Fortschritte mache. Ja, aber sowas für eine andere Firma arbeiten, während meine ein Bach runtergeht, wie blöd ist denn das? Geht nicht. Also ich laufe spazieren. Was steht heute an? Heute ist Chefarztvisite. Ab 9.30 Uhr bis Open End, also da gibt es keine Reihenfolge, man stellt sich an und kommt dann irgendwann dran. Ich laufe jetzt eine Stunde, es geht meistens echt tatsächlich bis um 12, bis mal jeder dran war. Also das heißt, ich habe genügend Zeit, irgendwann komme ich dran, irgendwann kriege ich zu hören, was mit mir passiert. Der Chefarzt will mich ja hier nicht mehr haben, aber nicht im Bösen, sondern weil ich halt hier einfach falsch bin. Ich soll so schnell wie es geht, da wollte er sich auch einsetzen, hat er auch, auf eine psychosomatische Reha, aus der Psychiatrie, weil ich hier komplett fehl am Platz bin. Ja, ich muss Dinge von Kindheit an aufarbeiten. Ich brauche einfach ganz viel Gesprächstherapie, was man hier halt nicht hat. Hier hat man Beschäftigungstherapie, Punkt. Und ich brauche halt aber Gesprächstherapie. Und genau, deswegen will er mich hier weg haben. Warum ich noch hier bin, liegt einfach daran, weil ich ja neue Medikamente bekommen habe. Die Alten haben das Ganze, den Check in meinem Kopf noch verstärkt, haben mir noch schlimmer gemacht, noch aggressiver gemacht. Und jetzt bin ich ja noch hier zur Beobachtung. Ich habe regelmäßig Blutdruck abgenommen und Blut genommen und bla bla bla. Alles Mögliche halt einfach, dass die EKG, genau, einfach um sicherzugehen, dass ich die Medikamente gut vertrage. Genau, und Blut abnehmen wegen diesem Spiegel, diesem chemischen Spiegel in meinem Gehirn, verursacht von den Tabletten, dass der halt irgendwie passt, was weiß ich. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Heute Morgen, das will ich euch noch schnell erzählen, gab es wieder ein paar Tränchen. Einfach aus dem, will ich euch erzählen, weil das einfach zu dem Alltag in einer Psychiatrie dazugehört, finde ich echt schön und auch traurig. Die Laura, das Mädel, das sitzt neben mir, eine ganz nette, auch sehr gehandicapt, hat nur ein Auge und hat irgendwie Tumor auf der rechten Seite, dadurch nur ein Auge, also links, und ja, so ein bisschen verschoben alles, das Gesicht, und ich glaube, sie war auch mal ein Mobbingopfer aufgrund ihres Aussehens und, also echt schlimm, aber echt eine ganz, 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 ganz liebe. Wie halt meistens, ja, die Opfer sind meistens halt die Netten. Er hat morgen halt einfach geweint, weil sie heute nach Hause geht, und saß halt hier bei uns am Tisch und die Tränen sind geflossen, weil sie ihre beschützte Umgebung aufgibt. Das ist echt krass, also sie ist allein. Sie gibt ihre beschützte Umgebung auf. Hier wurde sich halt um sie gekümmert. Hier wurde ihr zugehört. Hier war immer jemand da. Sie geht jetzt nach Hause zu ihren zwei Katzen und ihrem Hund. Da hat sie niemanden zum Quatschen, zum Reden. Dort ist sie wieder auf sich selbst gestellt. Sie hat Angst vor dem Alleinesein. Leute, ist krass. Das Mädel ist Mitte 20 oder so. Und die hat einfach nur panische Angst vor dem Alleinesein.
und hat Angst, dass sie es zu Hause nicht auf die Kette kriegt. Also sie hat gesagt, sie ist kein Messi oder so, aber halt einfach dieses für sich selbst was kochen macht keinen Sinn. Und dann irgendwann hast du halt dann auf nichts mehr Bock. Irgendwie so habe ich das verstanden. Ich habe nicht so viel mit ihr geredet, auch wenn sie neben mir saß, aber immer mal wieder so ein paar Sätze. Und heute früh halt einfach, sie hat Angst vorm Alleine sein und sie hat Angst, diese beschützte Umgebung, in der sie sich befindet, in dieser Käseglocke, in dieser Wohlfühloase, dass sie da jetzt weg muss. Und von uns allen, weil die vielen Gespräche hat sie halt jetzt daheim immer, ey krass, Leute, man muss sich das mal vorstellen. Ey, man muss viel mehr Rücksicht aufeinander nehmen, echt. Jeder da draußen sollte mal für eine Woche in die Psychiatrie, ohne Witz. Und nicht nur für eine Woche in die Psychiatrie, auch noch für eine Woche ins Altenheim und eine Woche ins Krankenhaus, überall mal mithelfen, im Altenheim mal eine Woche mitarbeiten, im Krankenhaus mal eine Woche mitarbeiten, in der Psychiatrie einfach mal eine Woche lang den Alltag hier mitmachen, die Menschen kennenlernen, die Schicksale, diese Scheiße mit immer nur ich und Ich-Gesellschaft und Wohlstandsgesellschaft. Ey, fuck, die Laura scheißt auf einen Porsche, die Laura scheißt auf eine goldene Rolex und die Laura scheißt auf einen Urlaub in, keine Ahnung, in Ägypten. Die will Freunde zum Reden. Da kommen mir gleich die Tränen, echt. Und wir machen da draußen rum und ich als Friseur, die Leute pissen sich auf, wenn sie eine Woche länger warten müssen wegen ihren Scheißhaaren. In einer Woche wachsen die Haare, wenn es blöd läuft, 4 Millimeter. 4 Millimeter. Wenn es blöd läuft, vielleicht 5. Und da scheißen die Leute rum. Oh, meine Haare, könnten 5 Millimeter länger werden. Mann, und die Laura geht jetzt hier raus mit Tränen in den Augen, weil sie niemand zum Reden hat, weil sie diese Glocke hier, wo sie beschützt aufgeben muss. Ey Mann, mit Mitte 20, ich könnte kotzen, echt. Oh, das ist nicht Jack, der gerade aggressiv und böse wird. Das ist die Gesellschaft gerade da draußen. Wenn ich darüber nachdenke, macht es mich echt krank. Wow, aber nein, es war nicht Jack. Das kann man Gott sei Dank differenzieren. Tut mir echt leid. Jetzt muss ich echt was ändern in meinem Leben. Aber ganz gewaltig. Und es wird sich ganz gewaltig was ändern. Das sind echt krasse, boah, jetzt heul ich echt ohne Scheiß. Das sind krasse Menschen hier drin. Das sind echt liebe Menschen, die alle einfach ein verficktes Scheiß Schicksal erlitten haben. Und die pfeifen auf alles, was da draußen, hier draußen, da draußen. Hier in der Welt, die scheißen auf alles, was da draußen ist. Die wollen einfach nur ein bisschen Anerkennung und Aufmerksamkeit. Ich berichte euch, wie es beim Chefarzt war und wie mein Tag gelaufen ist. Ich gehe jetzt spazieren, brauche jetzt Luft im Hirn. Leute, Peace, bleibt sauber. Bis später.